Also Beten, Bibel, Jesus, das war mir schon bekannt alles, aber ich hatte nie eine persönliche Beziehung dazu. Und dann nach der U17 EM war es dann halt so, dass ich mich mit meiner Schwester in der Stadt getroffen hatte in Köln. Und dann waren wir in der Eisdiele, haben uns getroffen und dann hat sie davon erzählt. Jesus ist für unsere Sünden gestorben, der Erlöser der Welt, dies, das, er gibt ewiges Leben. Alles, was, sag ich jetzt mal, viele nichtgläubige Menschen halt auch wissen. Das war aber an diesem Tag anders. An diesem Tag war es einfach anders. An diesem Tag war es, es ist eine Autorität dahinter gewesen. Es war wirklich eine Autorität dahinter gewesen, wo man gemerkt hat, boah, was mich halt zum Nachdenken gebracht hat. Und so fing es an, dass ich mich dann auch wirklich auf die Suche gemacht habe. Ich mir dann eine Bibel gekauft habe, dann, die ich runtergeschluckt habe. Ich lese gerne. Genauso die habe ich dann auch runtergeschluckt. Und ja, so fing es an. Also es war schon so, dass dieser Tag hat mich wirklich dann auf die Reise geschickt. Erstmal wirklich, dass man jeden Tag wieder aufwachen kann, dass man leben kann, dass man gesund ist, gerade auch in diesem Sport, wo die Verletzungsrate ja auch nicht gering ist, zu wissen, boah, du bist wieder bewahrt geblieben, du bist gesund geblieben, weil ich weiß, dass mein Körper in Gottes Hand liegt. Und genauso versuche ich jeden Tag auch damit zu beginnen, auch wirklich erstmal zu ihm zu kommen, diese Gemeinschaft mit ihm zu haben, auch das Wort zu lesen, mich dort wieder, ja, und auch auf diesen Tag zu fokussieren. Deswegen stehe ich auch immer früh auf, weil ich weiß, Jesus first und alles andere kommt danach. Ich sage immer, es ist keine vage Vorstellung, es ist keine Fantasie, sondern es ist real. Und genauso kann man Jesus auch real erleben, wenn man sich auch wirklich darauf einlässt. So wie Matthäus 6, glaube ich, ist es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Aber auch zu wissen, das, was er dir gegeben hat, die Gabe, Fußball zu spielen, eine Familie, ich bin jetzt seit Sommer verheiratet, das auch wirklich wertzuschätzen und damit auch richtig umzugehen. Und da sind wir wieder, um den Sprung zum Sport zu machen, Verantwortung für andere. Die Verantwortung für meine Mannschaftskollegen, dann auch wirklich meine Leistung abzurufen. Weil wir alle gemeinsam in die Schlacht ziehen für den Verein, der uns ja auch dafür bezahlt, dass wir dann auch alles geben. Und das ist dann wirklich alles, wenn du es dann wirklich auch im Licht der Bibel siehst, wo du siehst, hey, das ist deine Arbeit und du hast auch Verantwortung für sie. Und gerade auch in solchen Dingen dann ganz normal und authentisch Salz und Licht zu sein. Ja, natürlich, warum nicht? Ich sag immer, dass der Herr uns auf jeden Fall erstmal bewahrt, dass wir gesund bleiben. David hat nämlich gesagt, du hast meine Arme tüchtig zum Kampf gemacht. So, dass er wirklich auch diese Kriege gewinnen konnte. Und Gott war mit ihm. Aber er musste die Kriege dann auch wirklich führen. Und genauso biete ich er. Mach meine Beine tüchtig zum Spiel. Und ich schenke auch meinen Mannschaftskollegen Gnade und Segen. Weil Fußball ist halt ein Mannschaftssport. Ich kann kein Spiel allein entscheiden, sondern ich bin mit abhängig davon, dass unsere Stürmer, wenn sie ihre diese Chance haben, dass sie das Ding auch reinhauen. Weil, ganz einfach, er kommt nicht und sagte, ey, du musst jetzt, sonst. Du bist schlecht und sonst was, hör mir jetzt zu. Du wirst an den Stuhl gefesselt und er hält dir jetzt eine Predigt und so weiter. Und nein, sondern wirklich zu wissen, er klopft an und er macht sich bemerkbar. Aber reagierst du jetzt darauf? Dass du jetzt wirklich in der Freiheit bist, selbst zu entscheiden, okay, das ist interessant oder pff, das ist nichts für mich, ich will davon nichts hören, ohne dass dir das aufgezwungen wird. Ich sag jetzt mal, aus Erfahrung kann ich jetzt noch nicht so viel sagen, aber ich bin davon überzeugt, der Ehemann soll seine Frau lieben, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Ich glaube, ein guter Ehemann muss auch Opfer bringen, weil Frauen sind halt, ja, hin und wieder sehr kompliziert, Dinge, die man als Mann dann schwer versteht, aber letztendlich sind die Frauen so. Die Bibel bezeichnet die Frauen ja auch als das schwächere Glied. Und das dann aber auch zu kompensieren, aber es auch zu wissen und dann zu sagen, okay, ich zahle an den Preis, was vielleicht auf Kosten vielleicht meiner Nerven geht, aber ich weiß wirklich, dass das auch Früchte bringen wird. Und ich glaube wirklich, dass Kommunikation mit das Entscheidende ist, dass man auch wirklich über alles reden kann, dass man wirklich offen für alles ist und ja, dass man weiß, hey, ich kann jedes Mal zu meinem Mann kommen, ohne dass er mich jetzt schief anguckt oder wenn es ihn nerven wird, ist er trotzdem da und nimmt sich die Zeit und versucht dann auch wirklich, ja, ich sag mal, produktiv zu sein, sondern mir nicht irgendwas dann zu sagen, damit ich schnell den Mund halte, sondern mir wirklich eine Lösung zu bieten. Diese Annahme jedem Menschen gegenüber, egal welcher Herkunft, welcher Religion, welchem Glauben,
des Aussehens, sondern zu wissen, hey, er ist für jeden offen und hält seine Arme breit und man weiß, man findet dort Hilfe. Du kannst kommen. Und auch das, was in deiner Vergangenheit gewesen ist, das ist egal erstmal, sondern komm einfach. Komm erstmal, sei angenommen und ich habe einen Plan mit dir. Ich habe einen Plan mit deinem Leben und du bist mir wichtig und du bist mir kostbar. Und diese Annahme jedem Menschen gegenüber, diese Wertschätzung auch den Menschen gegenüber zu bringen. Ja, wenn ich gefragt werde, ja. Also ich hänge das nicht an die große Glocke. Also ich gebe schon ganz klar zu erkennen, Ray Yabo, das bin ich, das sind meine Überzeugungen und so weiter, nur dass ihr das wisst. Und aber bin nicht der Typ, der sich jetzt da in die Kabine hinstellt und dann anfängt, Höllenpredigten zu halten, sondern nein, ich biete mal her, ich schenke mir auch Gelegenheiten darüber zu sprechen. Und die Jungs, die stellen halt auch Fragen, weil es ihr einfach interessiert. Und dann kommt man halt ins Gespräch und so kann man auch darüber erzählen und dann auch Zeugnis geben. Aber ich bin immer so wie es das Wort sagt, so wie du behandelt werden möchtest, so behandle auch andere. Und ich würde es auch nicht toll finden, wenn man mich jetzt die ganze Zeit dann zutexten würde, obwohl ich das jetzt nicht will. Sondern wenn man auf mich zukommt, hey Ray, wie ist das? Sag mal, erklär mir das mal so und so. Dann bin ich immer offen und jederzeit auch dazu bereit, dann auch Antwort zu geben.